Hallo, liebe Hungrige. Heute gibt's ein riesen Steak-Sandwich. Also richtig was für Männer, könnte man denken. Ist aber Quatsch. Ich jedenfalls kenne genug Frauen, die auch gern mal genüsslich einen Steak verschlingen. Außerdem ist es natürlich auch was für Party und Brunch. Macht ja immerhin einige satt. Wir brauchen dafür 2 Rumpsteaks, etwas Butter, Bacon, Käse. Ich verwende 2 Sorten, Gouda und Cheddar. Es dürfen aber auch andere sein. Wir brauchen frischen Spinat, eine Zwiebel, Pfeffer und Salz und ein rundes Brot. Würde zwar auch mit dem Kastenbrot funktionieren, aber rund ist origineller. Zuerst schneiden wir vom Brot möglichst gerade und am besten natürlich mit dem scharfen Brotmesser einen Deckel ab. Und anschließend höhlen wir das Brot aus. Dazu am besten erstmal ringsherum mit einem Messer einschneiden. Es sollte ein Rand irgendwie so zwischen 1/2 cm übrig bleiben. Dann am besten so stückchenweise von oben her einschneiden und dann mit dem Esslöffel das Innere herausholen. Am Boden dann noch ausschaben und passt auf, dass die Kruste des Brots unbeschadet bleibt. Haben wir dies erledigt, empfiehlt es sich auch, den Deckel noch ein bisschen auszuhöhlen. Nur noch ein paar Vorbereitungsarbeiten erledigen. Die Zwiebel wird geschält und klein geschnitten und der Käse, so wie ihr ihn am Stück gekauft habt, in Scheiben geschnitten. Nun erhitzen wir etwas Öl in einer Pfanne, geben die klein geschnittene Zwiebel hinein und dünsten diese darin glasig an, immer mal umrühren dabei und dann vom Herd nehmen. Nun kommt der Bacon in eine Pfanne, der ist fett genug, müssen wir also kein Öl oder sowas in die Pfanne geben. Den Bacon also darin auslassen, das heißt, ihr müsst den jetzt nicht kross braten, dann herausnehmen und auf Küchenpapier abtropfen lassen. Und jetzt wagen wir uns an die Steaks heran und wenn diese einen Fettrand haben, und höchstwahrscheinlich haben sie diesen, dann, damit das Steak beim Braten nicht wellig wird, diesen einschneiden. So im Abstand von 1,5 bis 2 cm, aber achte darauf, nur das Fett und nicht das Fleisch einzuschneiden. Dann geben wir etwas Öl in eine Pfanne, erhitzen dieses, geben die Steaks hinein und braten diese bei hoher Temperatur beidseitig scharf an. Sie müssen also gewendet werden. Das Ganze sollte 1, maximal 2 Minuten dauern. Dann kommt die Butter mit in die Pfanne. Wir reduzieren die Hitze und beträufeln die Steaks hin und wieder mit der geschmolzenen Butter. Die Steaks also nun weiter braten und in Abhängigkeit von der Dicke der Steaks und wie durch ihr sie haben möchtet, variiert auch die Zeit. Meine Steaks sind so knapp 3 cm dick. Ich möchte es medium haben, also brate ich sie von jeder Seite so ungefähr 3,5 Minuten. Aber das ist nur ein Orientierungswert. Die Steaks müssen also zwischendurch gewendet werden. Sind sie dann fertig gebraten, geben wir sie auf Alufolie und würzen sie jetzt auf beiden Seiten mit Pfeffer und mit Salz. Was das Würzen angeht, gibt es selbst bei Sterneköchen unterschiedliche Auffassungen, wann das stattfinden soll. Es am Ende zu tun, kann jedenfalls nicht falsch sein. Anschließend die Steaks in der Alufolie einschlagen und etwas ruhen lassen. Und dann beginnen wir mit dem Zusammenbau des Sandwiches, geben also das erste Steak hinein, ein bisschen andrücken, wir brauchen ja Platz, legen dann daneben und darauf den Spinat, belegen diesen mit der ersten Sorte Käse, verteilen darüber dann die angedünsteten Zwiebelstücke und schichten als nächstes den Bacon darauf, damit er sich leichter einpassen lässt, habe ich noch ein bisschen kleiner geschnitten. Darüber kommt nun die nächste Käseschicht mit der zweiten Sorte und den Abschluss findet alles mit dem zweiten Steak. Ja, ich habe mich ein bisschen verletzt, deswegen der Handschuh, sorry. Aber weil ich so ein knallharter Typ bin, arbeite ich natürlich weiter. Schön festdrücken und dann den Deckel, den ich, wie ihr sehen könnt, eben auch etwas ausgehöhlt habe, drauflegen. Dann unser riesen Steak-Sandwich in Alufolie einschlagen, beschweren, zum Beispiel mit dem Teller und für wenigstens 2 Stunden kühlstellen. Dann auswickeln und in den Backofen geben und gebacken wird für 20 Minuten bei 120 Grad Umluft. Und nun können wir uns eine ordentliche Portion davon abschneiden. Die Steaks, ich wollte sie medium haben und wie ihr sehen könnt, genauso sind sie geworden. In Kombination mit den anderen Zutaten eine richtig leckere Sache. Macht mehr als einen satt, ist partytauglich. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Zubereitung und dann recht guten Appetit. Möchtet ihr allerdings lieber ein Philly Cheese Steak oder für die Party ein Überraschungsbrot zubereiten, dann schaut doch einfach mal in diese Videos hinein. Und falls noch nicht geschehen, ich freue mich natürlich sehr über euer Abo. Mir bleibt noch zu sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye bye.